Ich habe meine erste Auslandsreise als Parteivorsitzende nach Lesbos unternommen, um das Geflüchtetenlager Karatepe, auch Moria II genannt, zu besuchen. Dort leben über 3000 Menschen, ein Drittel davon Kinder, ohne Strom und fließendes Wasser, in Zelten, bei Kälte wie bei Hitze. Viele dieser Kinder waren noch nie in einer Schule und viele haben noch nie in ihrem Leben einen Spielplatz gesehen. Und das ist kein Versagen, das ist Absicht. Wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken, dann ist das kein tragisches Unglück. Nein, ist das das gewollte Ergebnis einer Abschottungs- und Abschreckungspolitik. Weil wer Seenotretter kriminalisiert und an ihrer Arbeit hindert, der soll wenigstens danach aufhören, heuchlerisch darüber zu reden, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken. Diese Abschottungspolitik muss aufhören. Wir brauchen eine solidarische Politik für Geflüchtete in der Europäischen Union.